Beim Impfstoff, da heißt man ja nicht so schlimm. Opferrolle, der arme deutsche Mittelstand, er verliert seine weißen Privilegien. Oh wei, oh wei, oh wei. Demokratische Widerstand, absteigender Mittelstand, absteigender Mittelstand. Absteigen am Mittelstand. Die Merkel will uns alle vergiften. Hilfe. Ihr könnt auch auf dem Alex demonstrieren. So schlimm unterdrückt. Ich darf nicht rausgehen. So eine schlimme Unterdrückung. Ich glaube es hart. Ganz ehrlich, ich gebe euch mal wieder ein. Nicht alles, was wie ein Putsch aussieht, ist auch einer. Ihr könnt auch schon wieder einkaufen gehen. Glaubt ihr plötzlich ernsthaft alle, dass Supermarktkassiererinnen und Krankenschwestern den Laden am Laufen halten? Wie wäre es, wenn ihr mal für uns klatschen würdet? Wie sehr wir euch und eure Babys, vor allem wenn wir sie mit unseren Lieblingsgewürzen geimpft haben, lieben. Schaut nicht so schockiert, das ist nur... Glaubt uns, es steht alles im Netz! Die rote Pille wird euch die Augen öffnen für die Welt, wie sie wirklich ist. Der Schleier wird fallen. Ihr werdet alle erkennen, dass ihr in der Matrix gelebt habt. Die Matrix hört auf den Namen Kapitalismus. Alles, was ihr seht, ist eine Illusion, die geschaffen wurde, um euch zu blenden, damit ihr die Wahrheit nicht erkennt. Die rote Pille enthüllt, was ihr nicht sehen sollt. Die ungeschminkte Realität, dass ihr selbst Tag ein, Tag aus eure ganze Arbeitskraft in den Erhalt der Matrix steckt. Wir sind es, die George Soros das Geld geben, mit dem er die Antifa bezahlt. Warum lauft ihr diesen narzisstischen, pseudo-verschwörerischen Fascho-Liberalen nach? Sind wir euch etwa nicht mehr abgespaced genug? Seht ihr denn nicht, was ihr läuft? Warum meditiert ihr plötzlich lieber mit Nazis als mit uns? Wir Echsen waren schließlich die ersten Yogis. Yogi Wilf ist übrigens auch einer von uns. Und noch was. Ihr braucht eure Väter nicht zu morden, denn bei uns Echsen gibt es keine Männchen, sondern nur Pamas. Ihr habt nur Mutis und das sind wir. Нашими, казалось бы, они затаились. Однако во многих временах мутят воду. Aber wer sich neben ein angeschimmeltes Brot stellt und angeschimmelt, ist für mich rechts. Der schimmelt nicht an, da muss man ganz doll aufpassen. Ja. Wir nicht. Wir möchten gesund bleiben, wir möchten, dass alle gesund bleiben und wir diese Pandemie überstehen. Deswegen, ganz wichtig, dass wir weitermachen, dass wir gehört werden und dass wir Aktion machen. Geht doch mal nach Charlottenburg oder Zierendorf, 15 Uhr.
Es sind nur viele gegen euch, das ist doch okay, oder? Das darf man ja. Muss ich mich angegriffen fühlen? Ich war jetzt immer aufgeregt, weil der ganze Körper immer anders ist, ich bin der Alkohol. Unser Widerstand richtet sich gegen staatliche Repression und rassistische Polizeigewalt vor und während und auch nach Corona. Das ist ein Widerstand, der dem Rosa-Luxemburg-Platz würdig ist. Der Unterschied zwischen Kritik und gefährlichem Unfug muss gewahrt bleiben. Es kann nicht sein, dass dieser Platz zum Hort von strukturell antisemitischen Verschwörungstheorien verkommt. Eine linke Kritik, wie sie hierhin gehört, muss sich dabei auf das System und dessen Widersprüche beziehen. Diese existieren auch schon vor Corona, verschärfen sich aber jetzt. Vor dem Virus sind wir eben nicht alle gleich. Jemand geschwurbelt? Na, schwurbelt? Ich sollte ja immer noch da. Welche Diktatur führt eigentlich vermogen ein? Das macht ja der Ente nach egal. Ich fühle mich ja so ohnmächtig. Fremdbestimmt. Dieses Land. Ich liebe dieses Land, aber total gegen den Staat. Dieses Land, aber gegen den Staat. Naja, ist nicht ganz logisch, aber... Ja, und wie soll es denn funktionieren? Schätzt mit 1,5 Meter Abstand und das geht ja gar nicht. Und sofort der Lama zu den Armen ab. Viele Männer, die sich halt nicht was machen sollen. Man darf ja auch nicht, was du da mit dir hast. Hier hat natürlich noch die Rede zu vergeben. Dann hat es hier für alle da. Ja, warum geht ihr denn jetzt alles dort und wollt ihr auf den Staat stürzen und zur Revolution machen? Was ist denn jetzt damit? Ist zu laut. Die Revolution geht nicht. Ist so eine Revolution, die, naja, unvergleichbar, wirklich. Was ist denn jetzt damit? Ja, die Revolution ist voll schön und ja, die Bedrohung ist ja auch aus Amerika. Das Problem ist ja in Amerika, nicht bei uns. Nicht bei Bergelsmann, nicht bei der Springer-Presse, nicht bei Rheinmetall. Nein, natürlich von woanders kommt immer die Bedrohung. Von aus dem Wesentlichen Amerika. Oh Leute, Leute, habt ihr euch immer zusammengeschwurbelt? Ganz, ganz schönes Geschwurbel hier. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Einmal muss sie erst wach küssen. Genau, als Mann schon sehen, kann recht verstehen. Der politische Verhalten habe ich dann. Ja, von wegen Demokratie und dem ganzen Staat, das heißt, dass die Parlamente ausgehebelt werden. Aber viel entscheidender ist doch wahrscheinlich folgende Frage. Wie lässt sich A, Menschenrecht damit vereinbaren, dass man einerseits irgendwie sagt, dass Dinge gegen den Markt getragen dürfen und andererseits Menschen an den EU-Außengrenzen verrecken? Guckt ein bisschen auf euch selbst, ihr fahrt ja ständig nach Berlin, das ist doch viel zu anstrengend. Leute, kommt mal runter, ihr findet nichts Großartiges dort, außer dass ihr Nazis hinterher rennt. Die Kugel ist an, der Frau demonstriert. Fühlen die Effekten, der Frau demonstriert. Der Kugel hat Köln, der Frau demonstriert. Wo ist denn das deutsche Volk? Das muss doch jetzt aufstehen, das deutsche Volk, das unmächtige deutsche Volk. Oh, Schwurbel, da sind sie ja endlich. Oh, wie süß eine Kerze, so friedliche Schwurbel. So süß hier für Frieden demonstrieren jetzt. Worauf läuft das hinaus? Worauf läuft das hinaus? Die Dinge, was man damit sehen, die Chemikalien in die Atmosphäre gesprüht. Hier sieht das für Pflanzeile, wie die Echsenmensch. Die Flugschreiber und nicht die Schnecke. Kommt zurück zur Antifa. Die Antifa vergibt euch, Schwurbel. Ja, ja, die Antifa vergibt euch mit offenen Armen. Kommt einfach wieder zurück, seid ab dem Trug, den ihr erlegen wollt. Schwurbel, es gibt immer eine Chance. Kehrt um,
kehrt jetzt um und es wird euch vergeben werden. Sagt alles ab, 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 ab. Stuttgart, da erlebt man Stalingrad, ein persönliches Stalingrad. Machen wir es doch hier nicht so aus Spaß, was ist denn jetzt hier mit den Faschos?